Ja. Eidos Montreal. Marvel. Marvel! Oh. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu Guardians of the Galaxy. Ich habe jetzt das Spiel direkt in meine Finger bekommen, ist ja jetzt auch frisch draußen auf Steam, ne, wie ihr seht. Schau mal da oben. Ist ein Werbevideo. Schaut gern mal in die Videobeschreibung, da ist ein richtig nicer Link mit meinem Namen drin. Jetzt guck nach, ob da wirklich mein Name drin steht und dann klickst du mal drauf. Ja, so. Ist ja eigentlich ein richtig geiles Franchise. Und wie der da die Blumen gießt, Alter, Digga. Voilà. Deswegen schauen wir jetzt heute mal rein. Wir schaffen das, oder? Wir schaffen es nicht. Dann halt auf unsere Art. Also ich denke mal so, wir sind ja ein kompetitiver Spieler. Ja, also es gibt 4 Schwierigkeitsgrade. Einen leichten, einen normalen, einen schweren und einen heftigen, Digga. Einen heftigen. Wir nehmen mal den schweren. Ne? Wir sind also auch schwer. Wow. Das sieht so schön aus. Yeah. Wieso läuft der? Achso, hier kann man richtig schön angucken. Ja, ja, danke. Herbert! Oh, da ist noch jemand. Moin! Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Ja, ja. Star-Lord. Star-Lord? Ja, ja. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Sie fühlt's. Echt? Dufte! Dufte sagt heute keiner mehr. Deine Mutter schon. Autsch! Peter! Ja, aber mach doch mal die Mucke aus. Ehre, Ehre. Wie's, Alter, Digga. Alter, aber auch die Friese, ne? Schön Fukuhila, Alter. Supermech 3. So, mir reicht's jetzt hier. Du hältst jetzt mal die Schnauze da. Ja, es hat schon so ein bisschen Story-Character, das Game, ne? So, jetzt raus hier. Quill, Quill, Quill. Peter Quill, wach auf. Heilige Scheiße. Drax! Wir nähern uns der Quarantänezone. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. So, jetzt gibst du mir erstmal schön mein Jäckchen. Das wärmste Jäckchen ist das Kornjäckchen, ne? Gut sehen wir aus. So. Ja. Oh, das ist nicht bloß ein Schrottplatz. Die Quarantänezone ist der größte Haufen Trümmer aus dem galaktischen Krieg im bekannten Universum. Sag Groot, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Groot beruhigen, ihn verunsichern. Oh, 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 ihn verunsichern. Verhaftet? Wenn die uns kriegen, knallen die uns auf der Stelle ab. Hier im Grenzland haben Bullen keine Zeit für Verhaftungen. Ich bin Groot. Schicke Teile, Rocket. Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen, und zu deinen Koordinaten müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Klopfer untersuchen? Wie soll das funktionieren? Okay, ja. Dann mach mal weiter. Klingt, als wäre das Monster leichter einzufangen, als wir dachten. So. Ja, also wir sind hier in the space. As I can see, there's a lot of stars in the outside. And we are arriving somewhere soon, I guess. Kastrop Spandau von Kalle Kruschinski und Eskimo Callboy. Aber ja. Ach ja. Weißt du noch, der Händler, den wir nach den Emittern gefragt haben? Als du weg warst, lehnt er sich zu mir und sagt, wofür brauchst du die denn? Hey, ich zeig euch gerade meinen Song. Ja, als wollte ich aus der Milano einen Tanzclub machen oder so. Peter, bitte nimm Abstand vom Bau dieses Clubs. Drax, zum Tanz. Ja, ja, schon Rocket. Klar. Du bist kein also, großer Tänzer. Ich bin gut. Ja. Was hätte ich ihm sagen sollen? Ich will doch. Naja, ich baue damit Ultraschallköder. Jetzt haltet mal die Schnauzen! Knackis am illegalsten Ort des Quadrats. Hallo! Eine mysteriöse Kreatur fangen kann. Wie wär's mit. Wollt ihr jetzt den Song hören oder nicht? Alex, spiel einfach ab. In den Arsch! Aus YouTuber- und Streamer-Sicht ist es eine Katastrophe, und dass sie die ganze Zeit reden. Freust du dich auf die Käuferin, wenn wir das Monster haben? Ja, aber eigentlich ist das ganz geil. Wo ist denn jetzt Gemorra? Das ist mein Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Oh, hoppala, da kam aber von einer ganz anderen Welt. Okay. Wir einsteigen. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Also mir reicht's langsam mit euch, Streithalse. Es ist Obst im Haus. Wir fahren jetzt los. Mann, ey. Ist die
Quarantänezone, Hochsicherheitssektor des Nova Corps. Irgendwo in den. So, Era passt. Noch ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Na gut. Na gut. Aber es sieht schon geil aus, ne? Muss man schon mal sagen. Also, schick ist es allemal, ne? Ich bin gut. Keine Sorge. Man kann darauf laufen. Mehr oder weniger. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Hier liegt doch was. Guck mal hier, Komponenten, Basiskomponenten. Oh, schön. Schön ist das hier. Der große Nano-Harz auf Ebrium-Basis. Wie auch immer. Nano-Harz. Jetzt müsst ihr mal das Maul halten. Die Hellwälder achtet bei Käufen auf Seltenheit. Ganz genau. Ah. Oh, hoppala, 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 hoppala. Ich bin runtergefallen. So. Upgrade verfügbar. Kann ich bei dem jetzt schon was upgraden? Fähigkeitspunkte 0 von 1000. Ja. Nee, Teamlord. Oh, guck mal, direkt schon umgezogen. Kann man nicht mal ein bisschen Zeit mit seinen Freunden verbringen? Genau, so ist es. Schön reingeschleudert. Ich bin ziemlich sicher, dass das eine Sackgasse. Sieht schon echt nice aus. Also, was die Technik heute kann. Eieieiei. Oh, hoppala. Vorsicht. Nimm das, Mortelzeug. Ehre im Arsch. 50 Units, dass ich mehr von den Dingern erwische als du. Oh, jetzt geht's los. Oh, das ist ein Minigame. Oh, hoppala. Hoppala. Großartig. Das hätte ich aufnehmen sollen. Mach eine Brücke, Groot. Ich will sehen, ob er noch lebt. Da wäre eine Abkürzung. Abkürzung, klar. Ich hab... Oh, stirb, ich stirb nicht. Oh, hoppala. So. Oh, hey, Kleiner. Wow, was zum Flark? Bist du tot, Quill? Wir hören dein Mädchengeschnalche sogar ohne Funk. Ich hab zu tun. Oh, da kommt noch einer. Fantastisch. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Ja. Wie damals. Oh, boah, Double Kill oder sowas. Zack, fantastisch. Ist okay, da drüben? Quill wurde beinahe von einem Block gefressen oder so. Ah, hier, guck mal, da habe ich jetzt ein bisschen gesammelt. Hier, XP. So, ich kann hier immer schön in die andere Sicht gehen und dann immer noch mal gucken, wo hier eigentlich Phase was ist. Nicht hier rein oder was? Nee. Wenn alle Klopfer stehen und kein Monster auftaucht, müssen wir nur möglichst viel Schrott einpacken und mitnehmen. Heilige Mistmutter, Wetter! Oh weia, oh weia, oh weia. Oh ja. Oh no. Soll das ein Witz sein? Hoppala. Alles Groot. Okay, das ist in Ordnung. Aber du musst ja nicht gleich so rumschreien. Geil, da kann ich also mit den Leuten immer so interagieren. Das ist ziemlich nice. Okay, zurück zum Geschäft. Boom, genau vor deiner Nase. Oh, nein, ich brauchte die. Jetzt hat er 3 Punkte und nicht nur ein. Oh. Okay, es geht weiter. Oh. Jetzt bin ich ein bisschen drüber. Flock, nein. Nein! Gamora, wann wirst du deine Kontakte und Quellen mit uns teilen? Meine tote Batterie? Aufgeladene Batterie. Okay, das Ding versetzt mir aber keinen Stromstoß, oder? Die Chance ist bestenfalls minimal. Oh, da kommen Leute. Ach, da kommen die Kakteen wieder. Die Kakteen-Blobs. Oh, schön festgenagelt. Das letzte Flora-Koloss. Sein Schwerpunkt liegt in der Massenkontrolle. Seine Basisfähigkeit umschlingen macht Gegner in einem kleinen Bereich kurzzeitig bewegungsunfähig. So ein schönes Geräusch übrigens. Hi, die Witzka. Du hast gleich reden. Du hast den spitzen Stock. Oh, weia. Oh, da kommt ein super Blob. Oh, da kommen einige super Blobs. Warte mal. Hier, mach mal dein Ding, Scheiß. Hat sie von der Rakete vergrüßt. Wenn das Ding hochgehen könnte, wäre das bereits passiert. Wetter! Hauaha. Oh, hauaha. Oh, der hat Cooldown. Halt diese Dinge einfach von mir fern. Vorsicht, Rocket! Einige dieser Dinger sind größer als... Oh, geile Moves, Digga. Oh, da liegt was Krasses. Ah, Männer? Ah, ich treff nicht. Ein bisschen auf mein Life aufpassen hier. Wow, wow. Ich, oh, Alter, Slow Motion. Nächstes Mal kannst du es ja reparieren. Sehr geschwätzige Flagge. Oh, weil er hat ein Auge verloren. Aber sie wollten es ein paar Mal reparieren. Ich bin. Oh, Scheiße. Ich würde gerne mal sehen, wenn du das im Kampf machst. Ist das. Oh. Ja! Nein! Mann! Dieser blöde kleine. Wird schon schief gehen. Wir sind in einem riesigen Roboterkopf. Und ich habe Roboterteile in meinem Kopf. Nein. Oh mein Gott, es steht 5 zu 5. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Rocket Punkte! Oh,
Scheiße. Oh, ich bin in Führung. Oh, jetzt mache ich Punkte. Ich gewinne so heftig. Guck dir das an. Nein, 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 nein. Hier wird nichts eingeholt. Die tickende Zeitbombe. Rocky ist ein Waffenexperte, der aus der Distanz angreift. Der konzentriert sich darauf, gleichzeitig bei mehreren Zielen Schaden zu verursachen. Also richtig AOE. Sprecht mir einmal nach. AOE. Area of Effect. So. Ja, ich dachte, die wissen nicht, was das bedeutet. Na, aber weiß ich wohl. Gut, mach mal Pflanzen. Du bist dran. Wenigstens spritzen sie ordentlich. Oh, schöne Sache. Gut, Kleiner. Aber ich muss sagen, das Kämpfen macht schon Bock. Also, oh, hoppala, wer ist er denn? Oh, wir haben Cooldowns. Der macht ganz schön damit. Der hält ganz schön aus, denke ich. Oh, Groot ist wieder ready. Geil. Geile Family. Alter, wie ich hier langslide, Junge. Der war aber saftig. Saftig. Lecker. Schmackhaft. Jetzt kommen wieder ein paar Leute hier. Ich werde euch alle valorisieren. Ja, ja, ja. Schöne Sache. Ja, aber schwieriger Schwierigkeitsgrad ist nicht schwer genug. Ich wusste, es würde dir gefallen. Runter! Der kotzt ja übel. Groot! Wenigstens spritzen sie ordentlich. Schöne Sache. Ja, ja, ich bin gut. Aber verlieren meine Leute auch Leben? Oh, wow! So. Zurück ins Kakerlakenhotel! Splatter, splatt! So. Gut geflatscht, Rocket! Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Öffne mit Tab das Wächtermenü und schalte deine erste Fähigkeit frei. So, Überblick. Boom. Warte mal, der hat jetzt 13 Punkte? Wieso das? Ey, der okay, cheatet! Würmchen, Würmchen! Das Finger weg! Kann ein blödes Alter, wie das aussieht. Sieht aus wie Scarface. Rocket? Oh, war ja. Oh, war ja. Nein! Nein! So, tschüss! Alter! So, und jetzt der Baum! Groot! Groot! Na, da ist er doch. Du flakiges Stück vermoostes Treibholz, du hättest eben draufgehen können. Ich bin Groot. Wir gehen ihm nicht nach. Er sagt, es ist okay. Wir treffen ihn später. Hey Rocket, ist alles okay? Rocket hat ein altes Schiffswrack aus dem Gleichgewicht gebracht und wir haben Groot verloren. Was? Alter, ich bin so eine Petze, Digga. Kannst du dich da reinquetschen? Geh mal rein, genau. Ich wusste es. Rocket, kriech in das dunkle Loch. Ja, du bist halt klein wie so ein Hamster. Der ist mir zu fancy. Ich will den wieder auf Normalmodus. Wir sind wieder in der Spur. Das Bergbauschiff ist nicht weit weg. Oh, Mist. Was ist denn jetzt los? Hoppala. Oh, jetzt müssen wir ausweichen. Mir gefällt das nicht. Ich verreiße mir nicht die Hose. Ich halte mich an diesen Ding mit Muskeln fest, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie hab. Oh, weia. Ah, da ist mein Moped. Oh, shit. Hoppala. Oh, no. Ich bin abgestört, das tut weh. Ich, jo, okay, ja, machen wir nochmal. War jetzt nicht so gut. Ja, haben wir. Oh, woher? Bist du gestorben? Nein, nein, nein. Ich bring sie hier auf. Hoppala, hoppala. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Oh, hoppala. Oh, das wackelt alles. Der kleine Koala war später ja, vor mir, ey. Warum aufpassen hier? Wirklich? So, ja. Heilig Witziger, das ist hier aber auch eine wilde Fahrt, du. Oh, jetzt. Oh, schnell noch die letzten Würmchen abgesteckt hier. Reaktion, Aktion, Digga. Ja. Das knallt, ne? Das hat was also nicht Beruhigendes. Was war das denn? Ah, der
Der Baum. Ich bin groß. So, Werkbank. Benutze mit Rockets Hilfe eine Werkbank, um Vorteile herzustellen. Da sind meine Moneys, da sind meine Dingies. Und dann mache ich schnell Ladi-Ladi und dann mache ich Peng-Peng. So läuft das in der Galaxy, Digga. Schnelles Nachladen ermöglicht dir, den Cooldown deiner Elementarwaffe abzubrechen und zusätzlichen Schaden zu verursachen. Wiederholtes Schießen führt zur Überhitzung. Oh yeah. So geht das. Und danke für das Upgrade. Danke. Es ist ein bisschen wackelig. Bleib mal kurz zurück. Oh, hoppala. Oh, wer ist er denn? Oh, weia, das ist echt hässlich. Jungs, ich bin hier unten nicht allein. Komm damit klar. Ich bin einen anderen Weg. Heilige Scheiße. Ich wollte noch nie so gern auf etwas einprügeln. Ah, ich kann sogar Nahkampf machen. Oh, schön. Fresse, Digga. So, jetzt, zack. Das Ding war aber echt voll übel. Das war ja wie aus einem Vorwurf. Fresse! So, jetzt haben wir es aber. Ja? Okay, ah, siehst du. Lass was hören, damit er dich findet. Ich frag mich, ob Rocket weiß, was das ist. Rocket, sag mal, was das ist hier, ein Staubsauger? Oder? Ach du Schande. Hau ich ihm aufs Maul? Oder hat er eine Schwachstelle? Ich verpasse ihm nicht meinen Kratzer. Ich erledige mich so hart. Das ganz schön. Das hält sich schon aus. Manche Gegner haben einen Taumelbalken, der sie viel unempfindlicher gegen Schaden macht. Ja, ich hätte gerne den. Ich könnte wirklich ein Tag-Team gebrauchen! Keine Sorge, ich komme! Ah, jetzt kommen noch Drax. Oh, sag mal. Sich hier. So aussieht hier schön schützig. Oh, ja. Der Zerstörer. Drex ist ein zäher Kämpfer. Kratten sind nun stumpf, Spitzding. So, jetzt hau ich die Schnur in die Fresse. Peter, Grant, wo seid ihr? Mach mal bitte dein Ding. Lass ihre Lichter ausgehen. So, jetzt ist noch hier Gamora am Start. Ich bin dran. Ich muss mal eben sagen, Alternative Outfits, das brauchen wir heute nicht, ne? Ist ja mal ganz lustig, aber wir wollen ja auch mal Original Shit sehen. Du kriegst das hin! Boah, schöne Sache. Zack. Es tut auch nicht weh. Nicht sehr. Nicht zu groß für den Spieß. Schwester. Gamora, die tödlichste Frau der Galaxie. Gamora ist eine geschickte Attentäterin, die Ziele schnell eliminiert. Ihre Angriffe sind schnell und verursachen hohen Schaden. Ihre Basisfähigkeit tödlicher Schlaf verursacht hohen Schaden bei einem Einzelgegner. So, mach mal hier was Cooles. Geilo. Oh, du kannst schwere Sachen anheben. Ja, Mann. Oh, ich kann das bestimmt. Ey, das muss ich sagen, sind geile Mechanics in the game, ne? Dass man hier genau, die Leute hier so sehr gut aussehen. Von A nach B schicken tut. So, lass mich da mal hochlöpfen jetzt. Ein Wunder. Aber alles vorher lesen. Oxo sei gepriesen. Jo. Oh, wow. Heftig. Es fühlt sich an, als wären sie überall und würden uns auslachen. Alter, wie Drax so rüberkommt. Können wir nicht zurückweichen. Das will auch niemand, Großer. Aber ich muss sagen, es ist verflagt gruselig da draußen, Quill. Werdet nicht übermütig, nur weil wir das Spiel kennen. Oh, lacht. Mann, oh, Quill. Zeig mir deine Führungsqualitäten. Okay, jetzt, sorry. Huddle abgelaufen. Bei Huddles gibt es drei mögliche Ergebnisse. Hättest du die korrekte Wahl getroffen, hätten ihn sowohl als auch die Wächter erhalten. Hättest du die falsche Wahl getroffen, hättest nur du ihn erhalten. Ob richtig oder falsch, keine Reaktion, alle Wächter werden wiederbelebt. Ja, geil. Dann, aua! Ja? Ja? Oh, weia. Oh, weia. Oh, weia. Amen. Eieiei. Jetzt machen wir hier. Pflanzi! Zeit zum Anwenden! So, und bummi-bumm. Friss Plasma, oh Gott. Ihr Aussehen ist grotesk. So. Ja, sehr gut. Und dann hier Abfahrt. Boah, das war ganz schön intens. Lieber tot. Oh. Ganz schön anstrengend, du. So, hier noch einen, dann hätten wir's. Ach, bin ich froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Es scheint kaputt zu sein. Da ist überhaupt nichts kaputt. Genau das Geräusch soll es machen. Was für ein Geräusch? Hört ihr das etwa nicht? Hören was denn? Oh, weia. Verdammt, das Tor wird... Okay, das müsste gehen. Jetzt so, denken jetzt. Sie einkuppeln! Zack!
geil. Alter, das ist ein Lama oder so. Oder was ist das? Was zum Flak ist das denn? Definitiv kein Monster. Was niedlich? Das Ding ist verfilzter als eine Asgard-Ziege. Was zum... Oh, Meier. Holy shit. Seht ihr auch, was ich sehe? Da ist ein Fisch oder was? Oder wie? Oh, oder was? Ja. Akanti, Avanti, Big Boss Fight. Okay, Boss hat aufs Maul bekommen. Was Namen ist das? Jedenfalls keine Reinigungsbots. Okay, ja, guter Fight. Der ganze Laden geht zu Klump. Nichts wie raus hier. Schnell! Verdammte baufällige Ruine. Drax, raus jetzt! Oh, feier. Oh, jetzt muss ich flattern. Oh, feier. Haltet euren Hintern fest, Leute. Okay, oh, Musik ab. Bin dabei. Konzentrier dich auf Fliegen, Peter. Der Mann braucht sofort einen Song. So ist schon besser. Pass auf das Schiff auf. Mach ich. Eben nicht. Drax, was machst du da? Ich schalte meinen Hintern, wie Peter Quill gesagt hat. Oh, feier. Muss den Schleim hier durch vorne? Oh, kann ihm mal jemand zur Hand gehen? Hab ich recht? Wie wär's mit einem Schlag auf die Rübe? Was passiert hier? Oh, weia. Oha. Ah, jetzt soll ich abfeuern. Ja, gut. Oh, hoppala. Zeit zum Einfädeln. Denk nicht mal daran. Der schnellste Weg durch ist mitten durch. Oh. Hoppla. Doch nicht so einfach, das Ding zu steuern, du. Bring bloß keinen Schleim auf mein Schiff. Mein Schiff. Es reicht. Lass mich ran. Du wirst uns noch umbringen. Oh, shit. Oh, da kam es doch, oder was? Ja. Oh, ja. Soll ich das Steuer übernehmen? Nein, alles im Griff. Ach, was sind denn hier für Schiffe überall den ganzen Tag? Flock, yeah. Definitiv ein zähles blauen Flock. Da kommt Mist von allen Seiten. Wir werden es nicht schaffen. Wir schaffen es. Vielleicht. So, jetzt haben wir durch, da. Seht ihr? Ziel gerade. Oder letzter Atemzug. Eieiei. So, jetzt durch, da. Dann kommen wir hier raus wieder. Yeah! Und das nenne ich einen Sieg, Leute! Wieso das denn? Unser Monster wurde gerade gefressen. Wenn du vor etwas wegfliegen kannst. Hast du versagt, weil du davor wegfliegen musstest. So, jetzt der Ass, Bruder. Ah. Und jetzt übersprungen. Bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps. Es ist das Nova Corps. Ja, Leute, das ist es, ne? Guardians of the Galaxy. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Wir sehen uns vielleicht mal wieder, ne? Euer Captain Kuschinski. Tschüss. Ciao.